Verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Antrag nutzt als Aufhänger die in Anführungsstrichen Bewahrung des Rechtsstaats und fordert keine Anführungsstrichen Deals mit kriminellen Klimaextremisten in Anführungsstrichen zu machen. Und mein erster Eindruck, Herr Kollege Förster, da gibt es einen Hang der AfD zu verbalen Aufrüstung und unnötigen Radikalisierung. Das erschwert den Zugang zu dieser Thematik. Denn lassen Sie uns das mal in Ruhe uns überlegen, wie ist denn der Rechtsstaat zu verstehen? Und ist er wirklich in Gefahr, wenn Menschen miteinander reden? Zunächst, in einem Rechtsstaat haben die Menschen Grundrechte, die vom Staat zu achten und zu schützen sind. Aber auch dem staatlichen Handeln sind bestimmte Grenzen gesetzt. Auch die Verwaltung hat sich an Recht und Gesetz zu halten. So Artikel 20 Grundgesetz. Vor einigen Jahren, das ist heute noch nicht erwähnt worden, hat das Grundgesetz aber auch eine Ergänzung in Artikel 20a Grundgesetz erhalten. Und die Formulierung, ich glaube, da hat sozusagen, haben unsere Aktivisten noch ein bisschen geklaut, in Verantwortung für die künftigen Generationen schützt der Staat auch die natürlichen Lebensgrundlagen nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt. Und ich glaube, das müssen wir zunächst einmal an dieser Stelle festhalten. Das sind auch Wertentscheidungen in unserer Gesellschaft. Während also das Grundgesetz von einer Verantwortung für künftige Generationen spricht, geraten allerdings, das stimmt, diejenigen, die sich selbst als letzte Generation sehen, sich also um die Zukunft der Menschen und der Gesellschaft Gedanken machen, die ganz offensichtlich eine tiefe Sorge in sich tragen, dass die politisch Verantwortlichen nicht genug dafür tun. Diese jungen Menschen geraten bei der AfD in die Schablone kriminelle Extremisten. Und da kann man der AfD wirklich nicht folgen. Eine Jugend, die in der Corona-Zeit eher Gefahr lief, in Langeweile zu ersticken, engagiert sich nun für ein grundgesetzlich gesichertes Staatsziel, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Ich erinnere mich noch daran, dass die AfD vor einigen Jahren den Klimawandel prinzipiell geleugnet hat. Aber inzwischen ist doch, glaube ich, in der internationalen Diskussion mehr als deutlich, dass es klimatische Veränderungen gibt, einen Ausstoß gibt und dass der Straßenverkehr irgendwas auch damit zu tun hat, dass er dazu beiträgt. Und wir wissen das, ich weiß es selbst von meinen Reisen, die ich gelegentlich mache, dass Inseln im Pazifik oder auch Länder wie Bangladesch teilweise schon jetzt wirklich in ihrer Existenz bedroht sind. Und wenn Sie jetzt gerade von der AfD sagen, ja, das bezweifeln wir ja im Antrag schon gar nicht mehr, dann freut mich das natürlich, weil das ein Weg sozusagen zur vernünftigen Analyse ist, wenn wir zunächst mal von derselben Basis ausgehen, dass es diese Bedrohung durch den Klimawandel für mich jedenfalls, und ich kann da auch für die SPD sprechen, ist der Klimawandel eine nicht zu leugnende Herausforderung, die wir politisch lösen müssen. Ich kann auch an den Green Deal der EU oder auch an die politischen Entscheidungen dazu erinnern, dass die Nutzung fossiler Ressourcen eben heruntergefahren werden soll. Diesem großen Ziel der Klimaaktivisten kann man sich also durchaus anschließen. Dadurch wird der Rechtsstaat nicht gefährdet. Aber ist denn nun der Weg dahin auch in Ordnung? In einem demokratischen Rechtsstaat gibt es vorgegebene Wege, Änderungen politisch zu erreichen. Strafbare Handlungen gehören nicht dazu. Und ehrlich gesagt, ich halte auch nicht viel davon, sich in diesem Kontext auf Notwehr oder Nothilfe zurückzuziehen, wie das einige Aktivisten dann tun. Das überzeugt mich jetzt nicht. Und Herr Domke, weil Sie gerade den Kopf schütteln, ich habe mich auch sozusagen etwas erschrocken zurückgelehnt, als ich gehört habe, dass das Grundgesetz, gerade auch ein Kunstwerk von einem israelischen Künstler, mit Farbe beschmissen oder beworfen wird. Das jedenfalls macht mich sozusagen nicht zu Freunden dieser Gruppe. Das kann nicht sein. Allerdings, Artikel 8 gibt Kritikern der Gesellschaft das Recht, sich zu versammeln. Artikel 9 schützt die Vereinigungsfreiheit. Davon machen viele von uns Gebrauch und das ist auch richtig. Aber natürlich, wir haben es schon gehört, das Demonstrationsrecht hat ja seine Grenzen. Gewalttaten, Sachbeschädigungen, Nötigungen gehören grundsätzlich nicht dazu. Aber bitte lassen Sie uns darauf ohne Eifer und Zorn reagieren, mit Augenmaß
und unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Der Antrag zielt nun insbesondere auf sogenannte Deals von Kommunalverantwortlichen, von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Der Begriff ist ja wird ja unterschiedlich genutzt. Der Green Deal bei der EU ist sicherlich positiv konnotiert. Hier ist es eher als eine zweifelhafte Vereinbarung offenbar gemeint. Deswegen müssen wir da differenzieren. Das haben schon die anderen auch gemacht, aber ich will das gerne noch einmal kurz ausführen. Frage 1. Darf ein Mitglied einer kommunalen Leitung, ein Oberbürgermeister, eine Oberbürgermeisterin mit einer Gruppe sprechen, die eine ähnliche Auffassung hat wie er oder sie selbst? Ja, das ist sogar ihre Verpflichtung. Das ist ihres Amtes. Darf ein Mitglied einer kommunalen Leitung mit jemandem sprechen, der eine andere Auffassung hat als man selbst? Auch hier ein Ja. In der Demokratie gibt es unterschiedliche Zugänge zu Problemen. Der OB ist der OB aller Bürgerinnen und Bürger und er hat auch mal zuzuhören. Darf ein OB mit jemandem Vereinbarungen treffen, die die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt berücksichtigen? Ja, auch das darf er. Das passiert in anderem Zusammenhang beim Baurecht oder so ziemlich häufig. Aber da nähern wir uns dann auch, das stimmt, einer gewissen Grenze. Kann man einem Oberbürgermeister empfehlen, Straftaten von Klimaaktivisten zu billigen? Ich würde sagen, nein. Das geht nicht. Auch der Oberbürgermeister ist Teil der vollziehenden Gewalt. Und die Gewaltenteilung ordnet die Reaktion auf Straftaten der Polizei und der Justiz zu. Und darf sich ein Oberbürgermeister angesichts drohender Straftaten von Klimaaktivisten zu einem bestimmten Verhalten nötigen lassen? Nein, auch das, glaube ich, ist nicht in Ordnung. Politische Entscheidungen müssen rational und vernünftig abgewogen werden. Gerne darf man dabei auch die Konsequenzen einer Entscheidung abwägen, auch die Rechtsfolgen einer Entscheidung abwägen. Aber es wäre, da bin ich dann schon bei Ihnen, ein fataler Fehler, wenn man den Eindruck fördern würde, man könne über die Androhung von Unrecht politische Ziele erreichen. Das darf man nicht. Aber so wie ich das bisher erlebt habe, auch in Greifswald, hat es in der Vergangenheit vor und nach solchen Gesprächen regelmäßig Presseerklärungen gegeben, die zum einen das Gemeinsame, aber eben auch das Trennende deutlich gemacht haben. Und das ist dann in Ordnung. Der Antrag der AfD versteigt sich am Ende dann unter drittens in der Forderung, die Landesregierung möge im Wege der Rechtsaufsicht den Kommunen hier irgendeine Anweisung erteilen. Der Antrag, Herr Förster, das wissen Sie, ist eigentlich schon formal nicht in Ordnung, denn die Landesregierung ist natürlich nicht hier in diesem Zusammenhang gefragt. Das ist so ein bisschen der Ansatz, irgendwo passiert hier was und die Landesregierung muss schon schuld sein. Nein, so ist es natürlich nicht, sondern Sie wissen das auch, wir können in die Kommunalverfassung hineinschauen. Der Landrat ist zuständig, das Innenministerium ist zuständig, 79 Kommunalverfassung. Die Rechtsauffassung obliegt grundsätzlich in dem Zusammenhang dem Innenministerium, und aber jedenfalls nicht der kompletten Landesregierung. Das halte ich für falsch. Aber das ist mal wieder typisch in dem Zusammenhang, dass hier einfach Populismus folgt. Aber auch das Innenministerium sollte hier nicht eingreifen. Denn das Beanstandungsrecht bezieht sich, und das steht auch eben im 81 drin, auf rechtswidrige Beschlüsse. Wenn Sie mir die Gelegenheit geben, noch zu Ende meinen Satz zu schreiben, dann sage ich das genau. Aber Frau Kollegin, einmal kurz die Entspannung und Ruhe bitte hier zuzuhören. Das Innenministerium sollte, ich wiederhole das, natürlich nicht eingreifen. Denn es hat, und das ergibt sich aus 81, nur auf rechtswidrige Beschlüsse zu reagieren. Und dafür gibt es auch aus meiner Sicht in diesem Bundesland keinerlei Anlass. Also natürlich hat es eben nicht einzugreifen. Und jetzt gestatten, dass ich noch einmal differenziere in dem Zusammenhang. Das ist, wenn man sich damit befasst, sozusagen so eine gewisse Eigenart. Auch präventiv sollte es eine solche Weisung nicht geben. Denn man sollte auch nicht präventiv in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen. Erst recht nicht, wenn es nämlich eigentlich darum geht, dass der eigene Wirkungskreis, wie hier betroffen ist, und in ihrem eigenen Wirkungskreis sind die Kommunen eben unabhängig, eigenverantwortlich, ohne Weisungen von übergeordneten Stellen erfüllen zu müssen, 28 Absatz 2 Grundgesetz. Und für Besserwisser, Sie gestatten diese Anmerkung, für Besserwisser aus der AfD, die sind da nach dem Willen des Grundgesetzes eben doch nicht gefragt. Fassen wir also das zusammen. Klimaaktivisten der letzten Generation haben ein anerkennenswertes Ziel, so
Soweit der Weg über Straftaten geht, sind Strafverfolgungsorgane berufen. Vertreter der Kommunen dürfen mit unterschiedlichen Interessengruppen sprechen. Das ist sogar ihre Aufgabe. Sie sollten aber keine Straftaten billigen und sich auch nicht nötigen lassen. Drittens, das wissen die in den kommunalen Selbstverwaltungen agierenden Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aber selbst. Ein Eingreifen im Wege der Rechtsaufsicht ist also nicht geboten. Der Antrag ist daher abzulehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.